So, willkommen zurück bei The Secret World. Ich muss aufhören, ständig so zu sagen, wenn ich eine Folge beginne. Nun wollen wir diesen komischen Okkult-Attraktor der Orochi Group doch einmal zerlegen. Wohlgemerkt zerlegen, denn mir ist aufgefallen, im Text stand, dass man ihn so zusammenbaut. Ich muss ihn wahrscheinlich einmal in die andere Richtung bauen. Ab, zum Beispiel. Murmel, 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 Murmel. Okay. Machen wir den ganzen Kram noch einmal rückwärts. Er reagiert nur darauf. Auf einmal falsch, einmal fehlschlagen. So, wir machen uns einmal kurz vom Acker. Er lockt gleich irgendwas an. Und während er irgendwas nicht anlockt, gucke ich nochmal kurz ins Kräfterad, weil ich habe gerade gesehen, das war nicht so schön, was ich da gemacht habe. Das Ding. Animaschuss. Das ist vielleicht doch nicht so das Ding gewesen, was ich hier haben möchte. Entsichert. Ausrüsten da. Wir mussten zuerst den PK-Impulsgeber-Dingsgedöns aktivieren, dann das Manifest-Ding anschließen und dann die Antenne benutzen. Das ist die Reihenfolge, wie man es aufbaut. Aber zum Abbauen sollte ich eventuell den ganzen Mist einmal umdrehen, was? Hey, was ist das? Werkzeugsatz und Geld. Okay, machen wir den ganzen Mist rückwärts. Ah, es ist falsch gewesen. Die Antenne. Manifestgedöns. PK-Krams. Ich war mir ziemlich sicher, dass ich das richtig gemacht habe. Na gut, machen wir Big Mama platt. Ja, selten hässliches Viech. Was die falsche Antenne? Nehmen wir dies. Das war jetzt falsch, deswegen mache ich es nochmal. Jetzt kommt da wieder Big Mama an. Keiner ist da. Und sie geht wieder. Genau, du wolltest gehen. Ganz zur Sicherheit und um noch klüger und besser dazustehen, schaue ich nochmal nach. Wenn das Ding genau deaktiviert. Wo war denn der Lieferwagen? Der Lieferwagen ist dort. Ether-Transponder-Antenne. Manifest. Und PK-Impulsart. Es war die Ether-Transponder-Antenne, genau. Nichts anderes.
bin mir sicher, das gemacht zu haben, oder spielen meine beiden Erinnerungen einen Streich? Hey, Sack. Geh da mal von weg. Schön gemacht. Okay. Das ist die Ether-Transponder-Antenne. Na? Manifest. Manifest. Ist das hier oben? PK-Impulseinheit. Was ist das Richtige? Es gibt zwei PKs. Das war's. Privatschnüffler. 5 Untersuchungsmissionen abgeschlossen. Wir rennen zur Straße, freuen uns, yay! Und laufen dann mal hoch. Yippie. So. Bericht. Hui. Das war ein großer Moment für Sie. Sie sollten sich immer an Ihre erste Industriespionage erinnern. Ich habe die Daten über dieses Attraktorteil an unsere Techn-Jungs weitergeleitet. Sie werden sich heute Nacht ihr Pizzageld verdienen. Nehmen wir an, rein hypothetisch. Orochi hätte auf der ganzen Welt Lagerhäuser, die voll mit diesen Dingen sind. Und sie sollten plötzlich ferngesteuert aktiviert werden. Nun, dann wären sie ebenso hypothetisch ein potenzieller Aktivator. Oder ein Risiko. Daher mein Rat. Erzählen Sie erstmal niemanden davon. Die wichtigste Lektion für Sie bei dieser Sache lautet, dass wir niemals für andere Leute umsonst die Kastanien aus dem Feuer holen. Unterm Strich zahlt man immer drauf. Gut, wir haben ganz viel Geld bekommen und wir haben nochmal 4 Sechinen gekauft. Bekommen, nicht gekauft. So, dann bewundern wir einmal kurz diese dollen Kürbisse hier. Und ich bin mal kurz weg. Es hat geklingelt. So, ich hoffe, ihr konntet euch an den Kürbissen ergötzen. Wir laufen jetzt mal... was war ich denn da? Falscher Knopf. Na, wir laufen jetzt mal zurück zu unserem Skaterfreund. Er hatte noch Quest für uns. Viele, viele Quests. Er ist gleich dort hinten im Skaterpark. Einmal hüpfen. Wir machen erst einmal seine Hauptquests, bevor wir uns an den halbfertigen Flammenwerfer da unten heranwagen. So, dann sag mal an, mein Freund. Kleine Pause von der Weltrettung, was? Sie schlagen da draußen bestimmt der Dunkelheit ins Gesicht und treten dem Bösen in die... Eier. Oder haben Sie vielleicht die MIBs überprüft? Ich meine, Tote verfolgt von Lebenden in schwarzen Anzügen und schwarzen Vans? Denken Sie nach. Zumindest habe ich das gemacht. Also, nachgedacht. Hab eine Webcam auf mein ferngesteuertes Flugzeug gebaut. Kein Problem, war ganz einfach. Hab ich letztes Jahr schon gemacht wegen der, Forschung. Nicht, um meinen Mathelehrer Mr. Rosen zu filmen, wie er in Unterhosen Blumen gießt und es auf YouTube zu stellen. Das war ich nicht. Das Ding zu fliegen ist wie die Flugsicherung bei Silent Hill. Ich muss mich dabei ziemlich auf die Macht verlassen. Und jedes Mal am Rand von dem MIB-Lager, wham, Signalausfall und Absturz. Die müssen so eine Art Störsender haben. Vielleicht sogar EMP. Ich würde das zu gern in die Finger kriegen.
Aber ich hab's natürlich absolut drauf und hol die Maschine jedes Mal wieder raus. Ich muss sie ständig aus den Bäumen holen und abgebrochene Teile neu ankleben. Ich möchte zu gern wissen, was auf dem Gelände abgeht. Wie Mr. Rosen immer sagte, versuch's einfach nochmal, Dufresne. Natürlich ist er jetzt ein Zombie. Hat sich kaum verändert. Immer noch Mr. Rosen. Und seine Unterhosen sind immer noch viel zu eng. Judy, wir schnappen uns mal das Flugzeug. Spannung. Ja, wir suchen jetzt mal das Flugzeug. Dam, 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 da, dam. Dam, 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 hoch. Dam, 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 da, dam. Hier auf dem Schrottplatz vor sich geht, werden wir feststellen, sobald wir alle Quests bei dem Jungen gemacht haben. Nach dem Schrottplatz ist dann die Morlinger-Typen oben dran. Weil die hatten auch noch Aufgaben für uns. Golem verseuchtes Gebiet. Vorsicht! Natürlich, es liegt direkt vor Klopsi. Möge er friedlich bleiben. Das war's. Sammeln, sammeln, sammeln. Ja, nicht geldgierig. Das Flugzeug mitnehmen. Interessant. 3 MP-Generatoren. Ich muss hier raus. Und los. Dieses kleine ferngesteuerte Drohnenflugzeug kann uns doch nützlich sein. Sind Fallen. Wunderschöne Fallen. Toter Drog. Jemand hat rund um den Flugplatz Fallen für die Drogs ausgelegt, die das Gebiet heimsuchen. Wer sind die geheimnisvollen Überlebensspezialisten und wo stecken sie, verstecken sie sich? Das weiß ich nicht. Einmal zur Karte, bitte. Wo sind wir? Wir sind hier oben. Marker. Das ist nicht das, wofür wir hier sind. Den südlichen EP-Generator deaktivieren. Dummerweise betrachtet dieses schöne Kraftfeld dort vorne. Wir kommen da so nicht hinein. Hallo!
Piss ich auf den Kameraden, ganz einfach. Dort unten lagen Leute. Du legst jetzt mal schlafen. Hier ist eine Frau. Hier ist ein Mann. Das Zeug ist zwar nass und feucht und überhaupt, aber... Okay, wie schlau ist das doch? 7, 3, 9, 2, 4, 1. Ja, man sollte die Sicherheitscodes wirklich nicht zwingend benutzen. Wir den Körper dieses Mannes. Orochi-Uniform ist ein animiertes Objekt. Orochi Conrad. Schalten wir dieses Kraftfeld doch einmal ab. 7, 3, 9, 2, 4, 1. Jupp. Das war es doch jetzt. Sie haben es bereits benutzt. Oh, tatsächlich, ich kann durch. Was ist das? Orochi Wachdrohne. Gehen wir aus der Bahn hier. Das Ding schleicht hier in der Gegend rum. Das muss übrigens sein. Die Orochi-Firma hat hier ein riesiges Lager aufgebaut. Alter Falter. Nicht schlecht. Okay, versuchen wir mal, ohne groß aufzufallen, die EMP-Dinger abzuschalten. Und der nächste ist dort hinten. Auch hier schleichen wir uns einmal durch. Das ist dort. Komme ich da irgendwie ran, ohne dass der mir den Kopf absägt oder sowas? Das finde ich voll praktisch. Ist dir egal, ne? Finde ich gut. Was ist das denn hier, ein Geschützturm? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es hier mal offen war. Es ist wahrscheinlich reingepatcht worden. Das Ding. Dir benutzen. Infos klauen. Und natürlich stehst du alle direkt davor. Aber ich muss nochmal kurz ran. Verdammt. Aber hey, sie haben meine Uniform gelassen. Sieben, drei, neun, zwei, vier, eins. Hoppadi. Habt ihr das gesehen? Die haben da unten diese Zierne unten, die Drogs. Eumel August ist noch immer da. Wie kann ich die ablenken? Kann ich die ablenken? Er glänzt so schön im Sonnenschein.
So tut's hier bei Orochi sein. Okay, wie tue ich dies nun? Ich habe kein Ablenkungsgedöns, ich kann ja nicht groß rumrennen. Ist hier vielleicht irgendwer, irgendwas, irgendwo, was ich anlocken kann, damit die abgelenkt sind? Kann ich ihn vielleicht, naja, angreifen, sag ich mal. Keine Chance. Ja, brechen wir jetzt ab. Hallo? Ein toller Bildschirmwunde, nur schwarz. Wieso geht das so einfach? Wieso kann ich da einfach ran? Ich bin euer Freund. Ich kann mich ja ran rausschleichen oder was? Vermutlich ja. 739241. Tatsächlich. Alles klar. Nur wie es wirklich weitergehen wird, erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dahin.